Das kleine Pinguru. Katali. Oh, wie ist das kleine Pinguru glücklich, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Fliegen mag es wirklich nicht leiden. In Deutschland aus dem Flugzeug gestiegen, stellt das kleine Pinguru erst einmal fest, dass es deutlich kälter ist und am Regnen. Daheim in Australien schien die Sonne und die Menschen trugen kurze Kleidung. Doch in Deutschland sind alle warm eingepackt und wirken etwas griesgrämig. Vielleicht habe ich mir das falsche Land ausgesucht, überlegt das kleine Pinguru. Doch es möchte weiter auf das Schicksal vertrauen und somit atmet es tief durch und watschelt munter dem Strom an Menschen hinterher. So gelangt es auch schon bald zum Bahnhof, wo es die Durchsagen nur sehr schlecht versteht. Zum einen ist die Akustik grauenvoll, zum anderen ist das kleine Pinguru mit Deutsch noch nicht zu erfahren. Da es aber ja ohnehin nichts in Deutschland kennt, watschelt es zum nächsten Schalter. Der Herr, welcher dahinter hockt, muss extra aufstehen und sich über den Tresen beugen. Dann schaut er das kleine Pinguru etwas verwirrt an. »Kann ich helfen?« erkundigt er sich zögernd. »One ticket, bitte«, antwortet das kleine Pinguru in einer Mischung aus Englisch und Deutsch. Der Herr hinter dem Schalter wirkt nun noch etwas verwirrter, fragt jedoch freundlich, »Ein Ticket, wohin denn?« Das kleine Pinguru denkt kurz nach, wie es das am besten sagen soll. Schließlich entscheidet es sich, die Antwort kurz und knapp zu halten. »For the next train!« Mit dieser Antwort wirkt der nette Herr ein wenig überfordert, kommt aber schließlich der Bitte nach. Er tippt etwas in den Computer, druckt dann etwas aus und bittet das kleine Pinguru zu bezahlen. Dieses hält dem netten Herrn den Geldbeutel hin und muss feststellen, dass es mit dem eigenen Bargeld gar nichts anfangen kann. »Das musst du dir erst wechseln lassen«, erklärt der Herr hinter dem Schalter. Daran hat das kleine Pinguru gar nicht gedacht und fühlt sich etwas verloren. Zum Glück gibt es eine hilfsbereite Frau, welche mit dem kleinen Pinguru zur nächsten Bank gehen möchte. Sie hat lange blonde Haare mit dunklen Strähnen, ein blaues und ein grünes Auge und lächelt lieb. »Ich bin Katali«, stellt sich die Frau vor. »Und wie heißt du?« »Pinguru«, antwortet das kleine Pinguru sofort und beschließt, Katali zu mögen. »Pinguru«, wiederholt die Frau nachdenklich, »in Deutschland würden wir wohl Pinguru sagen.« »That sounds funny«, sagt das kleine Pinguru. Es mag den Klang von dem frechen Ping. Mit Katali kann es kurz darauf in der Bank Geld umtauschen und wieder stellt sich die Frage, wohin es möchte. »Ich fahre nach Bielefeld«, teilt die Frau mit. »Wenn du möchtest, kann ich dich bis dahin mitnehmen.« »Das klingt toll«, denkt sich das kleine Pinguru, und so fährt es anstatt mit dem Zug mit einem Auto. Und unterwegs erklärt Katali, dass sie eine Freundin getroffen hat und deswegen in Düsseldorf war. Wieder etwas, das lustig klingt, stellt das kleine Pinguru fest und beginnt Deutschland trotz des miesen Wetters zu mögen.